Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Death Stranding. Heute werde ich mich ins Gebirge begeben und dort eine Lieferung abgeben. Und falls ihr fragt, warum ich hier diese Brücke anvisiere, ich habe hier eine Brücke über diesen fetten Spalt gebaut im letzten Part aus den Materialien, die ich hier aus diesem Lager geklaut habe. Und aus dem Lager weiter nördlich, aber egal. Und den Generator ebenfalls. Also falls ihr irgendwie ebenfalls online spielen solltet und euch diese Brücke, ihr euch bei dieser Brücke fragt, hey, kenne ich die nicht aus einem anderen Video von den einen Typen da, dann ja, ihr habt recht, die habe ich dahin gebaut. So, dann wollen wir mal weitermachen. So, weil wieder ein oder andere wissen dürfte, ich habe ja einen Online-Part gehabt, wo ich ja nicht über den Spalt kam und mit meinem Motorrad reingefahren bin, was ziemlich peinlich gewesen ist. Ich durfte das Spiel sogar nochmal neu laden, also, naja. So, machen wir das mal. Wir geben uns auf eine lange Reise. Was bauen wir uns Schönes? Auf jeden Fall, davon zwei Stück, denn ich möchte ja nicht nochmal, dass mir unterwegs irgendwie der Saft ausgeht. Siehe letzter Part. Da ist mir das ja passiert. So. Ja. Ja, dann nehme ich diesen Truck, den ich zufälligerweise in der Wildnis gefunden habe. Dieser hier ist ebenfalls von einem anderen Spieler, beziehungsweise ich habe wieder was zur Auswahl. Ich glaube, den hatte ich schon beim letzten Mal zur Auswahl gehabt. Ja, und dieses Fahrzeug, ziemlich cooles Design nebenbei, habe ich bei mir in die Garage gestellt. Ist ebenfalls von anderen Spieler. Aber wenn die Leute es bereitstellen, dann benutze ich das gerne. Alter, finde, die wollen sie ja wirklich wissen. Das liefere ich natürlich auf den Truck. Das kommt auch auf den Truck. Das ist ebenfalls alles auf dem... Nein! Zurück, bitte. Das packe ich mir an die Schulter ran. Ach, da habe ich schon was. Ah, okay. Aber ich kann es noch an die Beine befestigen. Ja, wenn ich da immer noch mein Gestell tragen kann, dann ist das ja eigentlich super. Mal eine kleine Verbesserung. Das Geschwindigkeitsding, genau. Jetzt ist gut, ich muss so verkehrt, ne? Ich glaube, ich habe alles. Ach, so ein Ding hätte ich noch als Reserve. Super, super. Ja, bitte. Da können wir ja die Welt ein bisschen bebauen. Wunderbar. Aufbrechen. Los geht's. Auftrag zugewiesen. Ich möchte unbedingt wissen, wie es in der Hauptstory weitergeht. Liefere alle Behälter. Mit Baumaterial. So, machen wir das mal. So, wie fahre ich denn da am besten? Warte mal, also hier sind wir gerade, genau. Ich würde einfach spontan sagen, dass wir einfach mal hier lang fahren. Und dann machen wir... Na, wir fahren Richtung Autobahn. Wir fahren dann auf die Autobahn, genau. Von der Autobahn. Der Generator habe ich nebenbei auch noch in die Wildnis hingebaut, am Rande der Autobahn. Ja, dann geht's erstmal querbeet ein, würde ich mal sagen, ne? Schau mal, wird lustig. Jo, ich habe da ein gutes Gefühl bei der Sache. Aber ja, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt der große Fan von solchen Spielen ist, wo es einfach nur um es von A nach B zu gehen und so. Also ich kann das Spiel wirklich jedem einfach nur ans Herz legen. Es ist wirklich mehr, als man auf den ersten Blick wahrnimmt. Das ist herrlich. Da drüben ist schon die Autobahn. Sehr gut. Ja, Mulgebiet.
jeden Fall mal gekonnt. Wir fahren da, wir brettern einfach easy über Berg und Tal. Stoppen kann mich nur ein Begrenzungsfahrrad. So. Wow, wow, wow. Nicht das Gleichgewicht verlieren. Ganz ruhig. Genau, da drüben ist die Autobahn. Sehr gut. Ja, ich finde das auch so gut, dass man so Hand in Hand arbeiten kann. Bei Dark Souls, da spiele ich aus gutem Grund nicht online, weil ich dann immer wieder das blöde Gefühl habe, dass wenn ich gerade mir gerade schön die Gegend angucke, dass dann irgendjemand kommt und mir den Schädel einschlagen möchte. Hört mich mal auf. Ich muss, glaube ich, ja genau, jetzt muss ich hier lang. Genau. Aber das ist nicht mein Generator, ne? Das ist ein anderer, Generator, aber hier, den hier habe ich in die Gegend hingebaut, genau. Das ist der von einem anderen Spieler, aber gut, finde ich super, kriegst ein Like von mir. Kann ich dir ein Like geben? Oder muss ich dafür extra aussteigen? Ja, warte, warte, gerade eben habe ich die Option mit dem Liken gehabt, warte mal. Kriegst ein Like oder auch nicht, schade. Okay. Jedenfalls gut, dass der das hingebaut hat. Jetzt müssen wir in diese Richtung. Ist das unwegsames Gelände. Driving on the road, sitting in a car, na 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 na, the one, California, here we come. Regen. Hey, was haben wir denn da? Hat da jemand? Was haben wir denn da Schönes? Oh, mir gefällt die Lackierung. Da ist jemand glücklich. Ja, in der Tat. Ach, scheiße. Sag bloß, hier sind wieder GDs unterwegs. Auf GDs habe ich jetzt echt keinen Bock, wenn ich ehrlich bin. Ach, das ist doch Dreck. Da denkt man sich, ach, kann ich so ein bisschen so durch die Gegend fahren und kein Problem. Und dann auf einmal GDs. Ich hasse GDs. Ja, aber ich glaube, die sind mehr in Richtung Gebäude, ne? Du sagst es, Sam. Ich hätte mich mal mehr so in der Richtung auf. Also Worst-Case-Szenario wäre natürlich, die erwischen mich und dann ist wieder alles voller Schlamm und Dreck und Teer und da versinke ich wieder und die ganze Fracht geht verloren. Das ist natürlich Worst-Case-Szenario. Dem wollen wir natürlich aus dem Weg gehen. Ganz ruhig bleiben. Straße, hat ja wieder Bock, eine Straße zu bauen. Sehr gut, der wird viel. Ich werde auf jeden Fall Materialien beisteuern. Allerdings nicht on-screen. Ich glaube, das werde ich eher off-screen machen. Okay, da geht's hin. Das kriegen wir hin, das kriegen wir wunderbar hin. Ich versuche einfach mal so hoch wie es nur geht mit dem Ding zu kommen. Na komm, Nitro! Nitro! Komm schon, das kriegen wir hin. Na, komm schon. Schlechte Idee. Jetzt fahre ich wieder runter. Oh Gott. Ja, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz tief entspannt. Ja. Oh, ich rutsche. Das ist nicht gut. Und dann Nitro-Vorjagen runterbrettern. Nein, danke. Rückwärtsgang. Ich muss wenden. Ich brauche gerade eine Menge Sprit, das ist nicht gut. Ich werde erstmal hier ein bisschen die Beine vertreten. Erstmal so ein bisschen die Gegend auskundschaften. Ne, hier könnte ich mit dem Ding auch nicht hochfahren. Gleichgewicht halten. Schade.
Ich habe eine Idee, ich versuche nochmal mein Glück. Und wenn nicht, dann muss ich halt den ganzen Mist einzeln hochtragen. Beziehungsweise werden wir noch so ein kleines Spielzeug an die Hand bekommen, aber das nützt mir ja gerade nichts, weil ich ja keinen Strom hier in dem Gebiet habe, um das Ding zu aktivieren. Problem. Es war schön, wenn die Entwickler einen solche kleinen Spielzeuge in die Hand geben, aber wenn es dann halt in ein Gebiet zum Einsatz kommen soll, wo es halt nicht möglich ist, dann ist es halt ein bisschen schade. Oh, ich rutsch hier. Okay, das ist eindeutig. Okay. Irgendein findiger Entwickler hat sich da gedacht, haha, wir lassen dann einfach den LKW dann einfach runterbrettern. Haha, und dann muss er das einzeln hochtragen. Ja, ich höre schon dieses hämische Lachen von den Entwicklern. Weil ich rutsche einfach. Ich versuche wirklich schon mit dem Controller entgegenzulenken, aber ich rutsche automatisch nach unten. Ja, hier merke ich schon, hier ist... Die wollen mich da nicht haben. Bleib da oben. Rückwärtsgang, es klappt nicht. Ich kämpfe wirklich dagegen an. Ich kämpfe gerade wirklich. Weil mir das gerade nicht ansieht. Scheibenkleister. Dreck. Da muss ich wohl zu Fuß laufen, wa? Ist ja eh nur eine kurze Strecke. Pass auf. Da verpulvere ich nicht sinnfrei meinen Sprit, sondern werde ich hier einfach mal. Und da bestimmten Stelle werde ich halt einfach. Warte, Nitro! Ja, doch, es klappt! Ja, gerade dann, wenn man aufgeben will, wa? Dann klappt's auf einmal. Ja, ist super. Hoch da! Alter, wir haben es geschafft. Das ist. Okay, jetzt bin ich positiv überrascht. Okay, das freut mich. Aber ja, an dieser kleinen Senkung musste ich gerade wirklich sehr, sehr hart kämpfen. Liefern wir den Mist einfach ab. Dann können wir noch einen Generator hier hinstellen auf den Rückweg und dann sind wir wieder voll aufgeladen. Das passt doch. Grüße. Fracht liefern. Hier, bitte sehr, Kumpel. Gönn dir. Ist, ob ich jemals wieder hierher kommen werde, wa? Unwegsames Gelände, man kommt nicht gut mit dem Auto hoch. Naja. S-Rang, na bitte, das haben wir uns ja redlich ver... Was ist das denn? Mhm. Ach so, okay, gut, ist gut. Ist sehr gut. So, zack, 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 im Frack. Meister Frachtträger, ja man, so muss das sein. Geil. Kein besseres Gleichgewicht halten, das ist doch super. Alles klar, jetzt müssen wir nur noch ans Netzwerk angeschlossen werden, oder? Oh, was haben wir denn hier? Plattenpanzer. Aha, aber was kann man damit machen? Noch ein tödliches Sturmgewehr? Nee, danke. Nein, ich reise ja nicht mit tödlichen Waffen durch die Gegend. Ich komme mit den ganzen Idioten auch so gut klar. Oh, Hallöchen, es ist hier... Hallöchen.
Ist ja herrlich. Mann, es ist echt toll, so richtig zu den UCA zu gehören. Wir saßen wortwörtlich viel zu lange auf einer Insel fest. Ich kann es kaum erwarten, wieder Verbindung zum HQ zu haben. Es wird viel Arbeit brauchen, um diesen Ort zusammenzuflicken. Aber ich bin so motiviert wie nie zuvor. Wir lassen unser Land nicht hängen. Danke, Sam. Und viel Glück da draußen. Nicht, dass du es bräuchtest. Ehe du dich versiehst, bist du an der Westküste. Gute Arbeit, Sam. Jetzt musst du das Netzwerk bis zum Verteilerzentrum nördlich der Stadt erweitern. Jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt dafür, denn die haben gerade einen Notruf abgesetzt. Die Lage ist unübersichtlich, aber es hat wohl einen Unfall gegeben und es müssen Verletzte versorgt werden. Genaueres erfährst du am Lieferterminal. Gute Arbeit. Neuer Auftrag. Naja, kümmern wir uns ja darum. Kümmern, wenn wir schon unterwegs sind, ne? Wollen nochmal speichern. Speichern, das A und O. So. Terminal aktivieren, genau. So, Aufträge annehmen. Aufträge für Sam, natürlich den Sternchenauftrag. Oh, hoppla, wir müssen... Ja, guck mal, wir müssen den kompletten Weg wieder zurückfahren. Oder? Nee, wir müssen... Nee, warte, wir sind hier gerade, wir müssen jetzt in den Ost-Westen. Wir müssen in den Westen fahren, okay. In den Westen, das können wir hin. Gut. Mach mal. Easy. Das ist eine Panzerung für deine Schultern und Beine. Der Nachteil ist, dass du in ihr keine Fracht transportieren kannst. Hm. Du musst die Vor- und Nachteile abwägen. Tja, da musst du noch Prioritäten setzen, was einem wichtiger ist. Aktuell sind mir ja Schuhe sehr wichtig. Von dem her baue ich mir einfach mal ein paar Schuhe, weil meine Schuhe sind schon ziemlich abgewetzt. Ja, Geschwindigkeit trage ich aktuell, aber die Dinger, die sind eigentlich... Ich könnte ja wieder... Ich kann wieder neu gebrauchen, das ist ja nicht, ne? Na komm, nehme ich. Weil dieses Beingestell war gar nicht mal so verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Denk dran, Sam. Wenn die Uhr tickt, ist Geschwindigkeit das A und O. Überprüfe deine Ausrüstung und nimm nur das mit, was du brauchst, um schnellstmöglich dein Ziel zu erreichen. So bin ich doch, so kennt man mich doch. Wie viel? Ich habe 40 Minuten Zeit. Ja, durfte ich sogar in diese Aufnahme hinbekommen. Sehr gut. Alles schön aufs Fahrzeug packen. Die Dinger ziehe ich natürlich an. Schuhe anziehen, genau. So. Das Ding, das rüste ich natürlich an den Beinen aus. Ja, doch. Ich weiß, dass ich das ablegen muss, genau. So, dann werde ich diese Dinger, die ich nicht mitgeführt habe... Genau, die lade ich einfach auf den Truck drauf. Ladefahrzeug, genau. Das auch auf Fahrzeug packen, lade auf Fahrzeug und das ebenfalls. Die abgetretenen Dinger, die können wir einfach so stehen lassen. Das, da weine ich jetzt keine Tränen hinterher. Auftrag zugewiesen. So. Parameter aktualisiert. Zeitlimit festgelegt. Ja, ich weiß. So, dann wollen wir mal. Innerhalb von 40 Minuten. Ja, ist zu schaffen. So. Genau, wir müssen dahin. So, gibt es noch irgendwo einen Generator zum Aufladen? Wenn nicht, dann baue ich mir selber noch einen Generator irgendwo hin. Botenstiefel. Blablabla. Schützhütte. Ach, ich habe mir eine Schützhütte gebaut. Sehr gut. Da hat jemand die Wegen, richtig schön die Gegend gepinkelt. Ein Online-Wachturm. Hm. Ja, da hat jemand den Generator hingebaut. Das ist gut. Da würde ich so fahren, dann links fahren. Und da ist hier gleich ein Generator, genau. Da. Aber das sieht noch eine Falle aus. Da könnten entweder GDs oder Plünderer unterwegs sein. Schwierig, dann baue ich hier gleich einen Generator. Dann baue ich hier gleich einen Generator hin und dann lade ich hier so ein Auto auf. Die Zeit gönne ich mir noch. Ich hab's auf dem Schirm. Jetzt geht auf Zeit. Ich muss mich ganz doll beeilen. Ja klar. Sam, wenn du glaubst, ein Prepper ließe dich auf seinem Grund bauen, dann irrst du dich gewaltig. Der Sensorenring markiert sein Gebiet, also wähle einen Ort außerhalb. Okay, ist gut.
Dann nicht. Da müssen wir wirklich da diese eine kleine Strecke lang fahren und einfach mal hoffen, dass uns unterwegs nicht der Saft leer geht. Das wäre wirklich Worst-Case-Szenario. Genau, hier sind wir gerade. Dann. Aber da kann man wieder bauen. Ich versuche mal hier zum Generator zu gelangen. Gut, also hier kann man wieder wow, was ist das denn? Das ist nicht real, oder? Das ist ein Hologramm, oder? Alter, was ist das denn? Ist das hier? Alter, was ist das? Das sieht fett aus. Alter, Finne. Aber ja, ist ein Hologramm. Alter, guck dir das an. Fett. Ja, ist ein Hologramm, okay. Ja, aber man stehen geblieben. Genau, Generator in die Gegend bauen. So. Wir brauchen dringend wieder Saft. So. Bau dich mal schnell auf. Ja, ich hab's auf dem Schirm. Zeitlimit ist gut und schön. Das bringt mir ja nichts, wenn ich dann gleich wieder den ganzen Mist manuell tragen darf. Komm schon. Mach hin, Mutti! Tea Time. Trink schon Tee. Grüner Tee, sehr schön. Sehr schön, aufladen, aufladen. Ein kleines bisschen, komm schon. Ja, ich denke. So. Sehr gut. Ja, bin ich dann wirklich auf der richtigen. Ja, doch, das ist hier. Das habe ich mir so überlegt. Also, das dürfte doch eigentlich zu schaffen sein. Oder muss ich wieder runter oder wie? Ja, ich werd gucken. Ich guck einfach mal. Na? Jetzt aber. Wenn ich den kann, ich immer noch zu Fuß weiterlaufen. So. Ja, bleib auf den Beinen. Wir müssen mal ein bisschen beeilen hier, ein bisschen Nitro geben. Da drüben ist noch ein Generator, den ich markiert habe. Das sieht gut aus, das können wir schaffen. Das ist auf jeden Fall zu schaffen. Sehr schön, ebene Strecke, das gefällt mir. Hier kann wieder eine Straße gebaut werden, der wird mich auch beteiligen. Super. Da hat jemand noch einen Generator platziert, kurz bevor es weitergeht. Oh, das ist ja herrlich. Verbrennungsofen. Na, wenn wir hier nicht nochmal irgendwas hinbringen müssen, wa? Hey, Kumpel. Du hast gerade mächtig energetisch. So. Was haben wir jetzt am besten? Ich hab ja. Warte mal. Weil das sieht eigentlich auch in einer guten Strecke aus. So wie ich das beurteilen kann. Schnee. Wir begeben uns also in verschneites Gebiet. Ich hoffe nur, das Auto hat eine Klimaanlage an. Dabei. Ansonsten holen wir uns Frostbeulen. Das holen wir ja nicht. Nitro. Autsch. Springen. Hüpf, mein kleines Auto. Hüpf. Deine Welt sind die Berge. Oh, warte, oder? Okay. Weil es sieht wirklich so aus, als könnte man da jederzeit so eine kleine Kletterparty machen. Jetzt mal ernst, dieser nahtlose Übergang, das gefällt mir richtig gut. Nein, Sam, es guckt niemand zu. Nein, Sam, uns guckt keiner zu. Sei ruhig und liefere den Schatz aus. So, wir gehen einfach mal weiter. So. Ach, hier ist Moods unterwegs. Na super, hab ich Bock drauf. Bewaldetes Gebiet, wo ich eh schon schwer mit dem Auto durchkam. Oh, weia. Scheiße. Sam, anscheinend hast du einen Einbruchsensor ausgelöst. Scheiße. Ich häng fest. Reagieren auf dich, nicht auf deine Frage. Warte, ich spring. Pass auf. Das könnte Ärger geben. Ja, es gibt Ärger. Ich stehe unter Beschuss, Kumpel. Spring, mein Auto. Spring. Fuck, und ich hab nichts zum Zurückballern. Okay, ich schnapp mir schnell die Fracht und dann renn ich einfach weiter. So ist der Plan. Frachtmenü öffnen.
Frachtmenü öffnen. Ich nehme einfach mal schnell das Ding hier. Hau mir das auf den Rücken drauf und dann renne ich einfach los. Ja, Mann, das ist so. Das ist mein Plan, ja. Dann renne ich einfach, dann wird gerannt. Da, wo es nicht glatt ist, kann ich rennen. So. Kriegsgebiet, wir Kinderspielchen. Hatten wir ja beim letzten Mal schon mal gehabt mit Mads Mikkelsen. Wir rennen hier einfach durch. Vor allem, da haben die Säcke einfach scharfe Waffen, ey. Und ausgerechnet jetzt habe ich hier dieses schnelle Gestell gegen was anderes ausgetauscht. Ach, also super. Da lang, ich bin auf dem richtigen Weg, sehr gut. Schön weiter rennen. Ah, fuck. Immer schön zickzack rennen, zickzack, zickzack. Ich kriege mal das doch hin, oder? Ach, guck einer an. Ah, vielleicht haben die ja eine AK für mich übrig gelassen, oder? Schau mal. Da gibt es ein paar aufs Maul. Oh, eine Bowlergun, das wäre auch geil. Ich habe eine Schockbombe. Okay, sehr gut. Nein, nicht. Nein, das werde ich auch nicht mitnehmen. Aber so eine Schockbombe, damit kann ich auch was anfangen. Die nehme ich mit. Granatentasche. Die werden Bauklötze stauen. Weil ich kann mich wehren. Das ist nicht, ne? Oh, wobei, sind wir aber sehr, sehr dicht dran. Da lang, okay, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen so die Hälfte meiner Leben verloren. Kann das? Ja, okay. Das ist die Hälfte, die ich verloren habe. Boah. Wir haben es bald geschafft, wir haben es bald geschafft. Wir rennen hier einfach durch. Fuck, und von vorne kommen auch noch welche. Das kriegen wir hin, das schaffen wir, das schaffen wir. Au, okay, jetzt wird's kriminell, kritisch. Fuck! Renne. Oh Gott, mein Ausdauer ist am Ende, okay. Scheiße, renne. Ah, da vorne. Ah. Huh, was ist? Sam, wir glauben, dass du an eine lokale Terrorzelle geraten bist. Ängste, ach nee. Die komplett vom Weg abgekommen sind. Frachtdiebstahl reicht denen nicht mehr. Chaos und Zerstörung sind jetzt ihre Drogen. Aber du hast sie auflaufen lassen. Du hast deine Fracht beschützt. Tolle Arbeit. Aber so leicht wirst du die bestimmt nicht los. Halt die Augen offen, ja? Ja. Mach ich. Ich hab nur Granaten und bin angeschlagen. Das ist nicht gerade vorteilhaft. Wie weit bin ich entfernt? Ja, das dürfte ich eigentlich hinbekommen. Ha, okay, gut. Ey, ich muss übelst auf der Hut sein. Okay. Gibt's noch irgendwo irgendwelche Idioten, die rumballern wollen? Scheint so, als ob die sich nur im Wald rumtreiben. Okay, da kann ich wieder nochmal laufen, sehr gut. Auch wenn ich da meinen Truck zurückgelassen habe mit dem ganzen guten Zeug, aber egal. Boah, das sieht mega geil aus. Wie weit gesagt, ich bin wirklich fasziniert, wie gut das aussieht.
dieser nahtlose Übergang von dem Berg von vorhin. Geil. Es fühlt sich wirklich an, als ob man jederzeit dort in diesen Schnee rumstapfen könnte. Wow, okay, ja, jetzt geht's durch Wasser. Moment. Wir gehen drumherum. Die Energie kann ich mir sparen. Weit entfernt, Fracht entfernt. Naja, komm. Brauche ich mir halt Neues. Ich habe die Materialien. Baby sieht glücklich aus. Das ist super. Oh, wie komme ich da rüber? Ach nee. Oh, ich wollte schon gerade sagen, ne? Aber gut, so tief ist das nicht. Wir können einfach drum herum gehen. Du sagst es. Meine Fracht wird hier gerade von anderen Leuten geliefert. Super. Ah, hier haben wir noch was. Verlorene Fracht. Nicht von mir, aber egal. Wird mitgenommen. Wir sind ja so sozial. Wir liefern das gleich mal mit aus. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Das ist doch, Alter, so ein Ding durch die Gegend fahren, das ist ja bestimmt richtig cool. Oh, guck ich das mal an, ey. Oh, Alter, Finne. Das nenne ich mal einen richtigen Truck, Alter, das ist ja Hammer. Mit so einem Ding möchte ich unbedingt mal durch die Gegend fahren, das sieht ja mega cool aus. Alter. Ja, auf Zeit, genau. Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen. Wir wollen nicht, dass die Leute hier verbluten, ne? Aber es sieht mega runtergekommen aus. Aber die sind auch sehr, sehr vom Schuss entfernt, ne? Die können auch bestimmt so einen LKW entbehren, oder? Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Grüße. Ich habe ja eine Lieferung für einen gewissen Icy Wiener. Liefern, Langforte Fracht liefern. Hier, bitte sehr, Kumpel. Jeden Tag eine gute Tat. So sieht es aus. So, S-Rang, wunderbar. Das geht mir doch. So. Mein Bot hat auch was geliefert. Ist ja herrlich. So. Es war übrigens kein Unfall, sondern ein Anschlag. Ein von uns bearbeitetes Paket enthielt Sprengstoff. Diese Separatisten-Ärsche denken echt, dieses Land gehört ihnen. Vielleicht haben sie recht. Jeder von uns hätte dieses Paket abfertigen können. Scheiße. Wir müssen vorsichtiger sein, die Sicherheit erhöhen. Wenigstens gab es diesmal keine Toten. Vielen Dank, Sam. Wirklich. Ich höre, macht das chirale Netzwerk Fortschritte. Meinst du, die Signalstärke reicht, um uns anzubinden? Ah, ich hoffe es wirklich. Probierst du es mal, hä? Geil, wir haben schon einen Großteil verbunden, das ist doch herrlich.
Sturmgewehr, Stufe 2. Ja, aber wie bereits gesagt, ne, töten, das ist so. Nein, das war bis jetzt auch in jedem Spiel von Hideo Kojima wirklich so gewesen. Er vertritt wirklich eine Nicht-Töten. Propaganda. Nee, Propaganda nicht. Aber er sagt wirklich jedes Mal in Spielen, nein, töte besser nicht. Also diese Nicht-Töten-Einstellung vertritt er die ganze Zeit über. Und von dem her, es stimmt auch, wenn ich die jetzt töte, dann muss ich die dann bestimmt zum Verbrennungsofen dann bringen. Wisst ihr, wie ich meine? Und dafür habe ich ja jetzt echt keine Zeit. Obwohl die Dinger richtig schön, oh Gott. Die sind ja richtig schön verbessert worden, sag mal. Schneller Bescheid geben. Tausend Dank dir. Okay, Sam. Bis Mountain Not City musst du keine Zwischenstopps mehr machen. Aber dieses letzte Stück wird das bisher härteste. Ruh dich in deinem Raum aus und prüf vor der Abreise deine Ausrüstung. Auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall Seil, glaube ich, brauchen. Eine Leiter brauche ich bestimmt. Ja, Mann. Es wird Hardcore, nehme ich mal an. Schau mal. Und seine Leute sind da. Sie haben Edge North City erreicht. Es gibt kein Entkommen mehr für mich. Alle sind tot. Die Stadt ist zerstört. Und durch die Trümmer streifen GDs. Sie sind überall. Wo ist dein Kepo? Aber ich konnte mich fortschleichen und Kontakt mit dir aufnehmen. Vielleicht reden wir gerade zum letzten Mal so miteinander. Ich wollte dir nur sagen, dass ich in Sicherheit bin. Vorerst. Versprich mir, dass du das chirale Netzwerk weiterbaust. Das ist unsere einzige Hoffnung. Meine Hoffnung auf Freiheit. Und wenn du fertig bist, können wir zusammen in den Osten heimkehren. Amelie, dein Kipo, wo ist es? Sam, ich werde am Strand auf dich warten. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Aber ich finde es interessant zu sehen, dass man auch die ganzen Schusswunden von mir sieht. Dass die das jetzt nicht unter den Teppich kehren und sagen, ach, da ist doch nichts passiert, sondern da, hier, da, beim Rücken, hat man gerade gesehen. Ja, ganze Schusswunden nicht zugenäht, nein, wird das mal ordentlich geduscht. Genau. Wasche die ganzen Wunden weg, genau. Ach, selbst das Wasser hat sich verfärbt. Das Wasser ist dezent rot.
So, hör mal, ordentlich hier Mütze aufsetzen, Monster Energy reinpfeifen, vielleicht noch einen Kribbutt essen und dann geht's weiter. Was meint ihr? Ja, geh mal her. Ja, da ist das Käppi, das setzen wir mal schnell auf. Kribbiot, ne, warte mal. Doch, Kribbiot, den hauen wir uns nochmal schnell rein. So, hab doch genug von den Viechern. Schmecken total, bestimmt total widerlich. Ja, mir gefällt ja die Animation besser, wo er sich dann einfach mal kurz auf den Bizeps kloppt und sich die Made ganz schnell in den Mund reinhaut. So, nochmal schnell Monster Energy und dann geht's weiter. Genau, schön die Zähne wegätzen. Genau, so muss das sein. Genau, schön nach dem Aufstehen, Zähne wegätzen. So. Kauleiste schön beschädigt und jetzt geht's weiter. Beziehungsweise Terminal, wir haben hier neue E-Mails. Müssen wir auch mal gucken. Doch, Sam, wir müssen die E-Mails nachgucken. So, E-Mails, wir haben zwei neue, okay. Philipp Nord hat geschrieben, ihr könnt gerne das Video pausieren, soll ich selbst durchlesen, denn ich möchte gerade nicht. Du hast die ganzen Mules besiegt, yep, so bin ich halt. System, speichern, obwohl ich ja eigentlich vor ihnen weggerannt bin, ich habe die ja nicht bekämpft. So, gespeichert haben wir ebenfalls, wir haben uns gestärkt, dann kann es weitergehen. Privaten Raum verlassen. Doch, Sam, wir gehen da jetzt raus. Und dann treten wir eine Menge Hintern. Mensch, was ist da nur passiert? Als ob ich nicht schon genug Dinge zu tun hätte, wa? Ach, was gibt's denn? Hey Sam, ich habe wichtige neue Informationen. Ja? Vor kurzem dank deiner Bemühungen um das chirale Netzwerk geborgen. Es geht um BBs. Ich habe das selbst ausgegraben, nur damit das klar ist. Niemand hat es mir befohlen. Und wenn jemand fragt, schieb alles auf mich. Du sollst nicht darunter leiden müssen. Du hast dir einfach nur mein Gelaber angehört, okay? Jupp. Jedenfalls hat Bridges wohl nicht als erster wieder BB-Technologie eingesetzt. Es war eine Separatistengruppe. Laut den Aufzeichnungen Terroristen, die gegen die Expansion der UCA waren, sie begannen vor etwa 3 Jahren, sie zu benutzen. Etwa zu der Zeit, als Bridges 1 anfing, sich nach Westen zu begeben. Anscheinend hatten diese Separatisten ebenfalls Probleme mit GDs. Und wollten sie aufspüren, um sie vielleicht auf uns hetzen zu können. Als Bridges das erfuhr, wurde entschieden, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Und als Abwehrmaßnahme fortan BBs zu benutzen. Vielleicht wurde deines zu genau diesem Zweck in Betrieb genommen. Was jemand vielleicht verschleiern wollte. Denn die Dienstakte von BB-28 fehlt. Ich fand es immer seltsam, dass wir so bereitwillig Technologie einsetzen, die wir kaum verstehen. Jetzt wissen wir warum. Wir ahmen schon von Anfang an die Methoden und Techniken anderer nach. Aber du solltest noch mehr wissen. Es geht um die ursprünglichen Bridge-Baby-Experimente. Das Wenige, das ich finden konnte, deutet darauf hin, dass sie etwa um die Zeit des gestrandeten Todes begannen. Sie wurden auf Manhattan Island an der Ostküste durchgeführt. Das vollständig ausgelöscht wurde. Und zwar fast sicher durch einen Leeresturz. Damals hatten diese Experimente die volle Unterstützung und Akzeptanz der amerikanischen Regierung. Es ist nur Spekulation. Aber ich vermute, dass das BB-Programm ersonnen wurde, um ein besseres Verständnis vom gestrandeten Tod zu erlangen. Doch aufgrund von Bedenken rund um Ethik und Sicherheit war die Öffentlichkeit strikt gegen das Programm.
Trotzdem machten sie weiter. Und ich glaube, als sie versuchten, die größte Katastrophe ihrer Zeit zu verstehen, verursachten sie eine weitere. Ich sollte auch erwähnen, dass der Präsident selbst bei der Explosion starb. Nach seinem Tod, als ihm die damalige Vizepräsidentin Strand nachfolgte, wurden die Experimente per Regierungserlass ausgesetzt. Dokumente wurden geschreddert, Anlagen stillgelegt und alles unternommen, um den Anschein zu erwecken, die BBs hätten nie existiert. Was die Frage aufwirft, wie es kam, dass irgendeine Separatistengruppe die Technologie Jahrzehnte später reaktivieren konnte. Ich sage dir Bescheid, wenn ich auf etwas stoße. Das ist ja äußerst interessant. Sam, sieh dir auf dem Lieferterminal die Auftragsliste an. Ja, Mann, bin dabei. Ei, ei, mon Capitan. Die Einwohner von Mountain North City haben ein dringendes Problem, das gelöst werden muss. Aus dem Boden in der Nähe der Stadt steigt eine tierartige Substanz hoch. Die Menge nimmt stetig zu und es wird nicht lange dauern, bis sie sich in die Stadt ergießt. Auch innerhalb der Stadt wurde schon Auswurf gemeldet. Wenn wir nichts unternehmen, könnte die ganze Stadt in naher Zukunft vom Teer verschlungen werden. Haben einen Auftrag aus Mountain North City. Genaueres erfährst du am Lieferterminal. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl der Sache, aber das sage ich ja gerne mal. Liefern, verlorene Fracht hier. Ich habe ja was von einem anderen Spieler gefunden. Ja, bitte, Kumpel. Ja. Gönn dir. Damit haben wir einen anderen Spieler sehr glücklich gemacht. Oder auch nicht. Oh, okay, ich dachte, es wäre von einem anderen Spieler gewesen. Naja, dann nicht. Ein ist das so. Jo, wir brauchen auf jeden Fall privater Spind, habe ich da was? Ja, ein Blutbeutel, ja. Ex-Granate, Typ 0. Ist ja eigentlich nur gegen GDs gut, ne? Auf dem Rücken am aktuell, weil ich brauche was zum... Ja gut, Klettern habe ich dabei, eine Leiter wäre auch nicht verkehrt. Ein Blutbeutel haben wir, ach ja, hätten wir verwenden können. Stiefel sind noch gut im Schuss, okay. Gut. Material nehmen. Haben wir irgendwas? Nee, so wird das nicht. Gemeinschaftskasten, haben wir da irgendwas? Fracht nehmen, da würde ich gerne mal eine Leiter nehmen, wenn ihr eine Leiter noch... Ach, guck einer an. Aber ich will niemanden töten. Kram, oh gut, das ist viel. Kennen Sie, dass du das spenden willst, Dude? Verlorene Fracht wurde auch gespendet. Nee, nein. Keine Leiter, da müssen wir uns also eine Leiter selbst bauen. Hätte ja sein können, dass da was von gewesen wäre. Gut, machen wir mal Auftrag annehmen und dann bauen wir uns da selber was zusammen. Alter, wird das eine lange Strecke. Das ist ja... Ich hoffe, ich kann ein Fahrzeug verwenden. Warte mal. Vorsichtig behandeln. Stößt vermeiden. Lieferung im bergiges Gelände. Ja. Wie bald sagt, ich fahre mit dem Auto so lange wie es geht und danach muss ich halt zu Fuß ran. Diese Waffe kann mit Blutkugeln geladen werden. Außerdem hat sie ein Leuchtpunktvisier. Erleichtert das Zielen. Also gut gegen GDs. Also wäre vielleicht eine Überlegung wert, das mitzunehmen. Nicht tödlich Stummgewehr. Ja, das ist glaube ich gegen GDs, ne? Das geht mir gerade ein bisschen zu schnell hoch, aber ja, ich glaube, das ist gegen GDs, okay. Dann baue ich mir ein so ein Ding und behalte das auf den Rücken und setze das wirklich nur im Notfall gegen GDs ein. Ja, ich probiere es einfach mal gucken. Gut, ich brauche auf jeden Fall eine Leiter, nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht noch so ein Ding, man weiß es ja nicht, ne? Dann habe ich zwei von den Dingern. Ein Fahrzeug brauche ich auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall... Genau, ich brauche was Anständiges. Ein Truck bitte. Du besitzt bereits 4 Fahrzeuge. Wenn du ein neues Fahrzeug herstellst, wird ein älteres Fahrzeug einem anderen Boten gespendet. Möchtest du wirklich fortfahren?
Okay, das ist interessant. Das bedeutet, ich kann auf meine anderen Fahrzeuge zugreifen, auch wenn ich jetzt nicht direkt dort in den HQ unterwegs bin. Okay. Ein Rat, Sam. Der Behälter für diese Antimateriebombe ist nicht auf lange Transporte ausgelegt. Die Antimaterie wird von empfindlichen magnetischen Fängen aufgeteilt. Ein schwerer Stoß, waghalsiges Fahren, ein unausgeglichener Schweber. Viele Dinge können die Fänge beschädigen. Werden im Behälter Anomalien registriert, sollte ein Alarm losgehen. Wenn er auslöst, machst du was falsch. Und wenn die Bombe explodiert, haben wir ein riesiges Problem. Ein katastrophal riesiges. Katastrophe. Katastrophe, ich kann es nicht oft genug sagen. So, ja, packen wir es mal auf den Rücken. Ach, das sieht so albern aus, oh Gott. Ja, hier. Als Werkzeug hängen. Ja, das packen wir uns hier. Am Anzug. Wo können wir das denn noch hinpacken? Hier können wir das hinpacken. Ja, bitte. Sturmgewehr. Ja, pff. Werkzeug. Dann. Nein, danke. Oh Gott. Ja, ich schwimme mich dann gleich mal aufs Motorrad, ne? Da habe ich meine Ruhe. Aufbrechen, ja. Ach, das sieht so albern aus. Wetten, oh ja, das sieht so albern aus. Oh Gott. So, Auto. Ich brauche ein Auto. Ausrüstung herstellen. Privaten Spind. Ja, ich kann nicht auf eine Garage zugreifen. Okay. Hm. Schlecht. Ja, Garage steht halt nicht zur Auswahl, ne? Es sind keine Fahrzeuge verfügbar. Ja, muss ich mir wohl ein eigenes Auto herstellen. Oder es hat jemand was gebaut. Warte, ich gehe nochmal raus, mal gucken, ob jemand was gebaut hat. Kann ja sein, dass da irgendjemand ein Auto hat stehen lassen. 10.000 Fists in the air. 10.000 Fists in the air. Eine Leiter. Keiner hat da irgendwie ein Auto. Okay, dann muss ich mir selbst ein Auto bauen. Ja, dann ist es halt so, ne? Dann ist hier mein altes Auto weg und... Aber Hauptsache, ich krieg hier das Zeug von A nach B. Was soll ich denn erstellen? Ich will ein Auto. Ich will hier... Das will ich haben. So einen schönen, zuverlässigen Truck. Ja, ja, komm. Dann bauen wir einfach mal einen. So, und dann packen wir das hier, nehme ich auf unser Auto. Pass mal auf. Lade auf Fahrzeug. Zack. Die Farbe ist aber jetzt neu vom Fahrzeug, ne? Lade auf Fahrzeug, genau. Warum habe ich das da drauf gepackt? Das ist jetzt erstmal so die Frage, ne? Obwohl, so als Ersatz, doch, kann ruhig da drauf bleiben, doch, doch. Gut, und auf geht's. Schau mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Speichern, speichern. Ich will ja nicht unbedingt, dass mir gleich alles um die Ohren fliegt. Das wäre ja mega peinlich. Ihre Route wird berechnet. Alter, das ist ja eine lange Strecke hier. Okay, wir machen das folgendermaßen. Also. Warte mal, ist das wirklich so clever? Nein. Dann würde ich erstmal über die Tundra hier fahren. Warte mal, pass mal auf. Wir fahren hier. Da ist Wasser im Weg. Das bedeutet, wir fahren erstmal bis zu dieser Stelle hier. Und ab da wird schwierig. Hat jemand schon mal ein Fundament? Generator, da kann ich aufladen. Sehr gut. Und dann sind wir auch schon da. So ist der Plan. So. Mal gucken, wie weit ich noch in diesem Part komme. Einfach mal gucken. Einsteigen, losbrettern. Nicht groß nachdenken. Go, Johnny, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, go. Obwohl die ja so viele Fahrzeuge hätten, die könnten ja eigentlich mal was zur Verfügung stellen. Ach, Bibi ist glücklich. Ja, das gefällt mir doch. Ist das Baby glücklich? Bin ich auch glücklich. Ah, Generator. Oh, kurz mal.
Genau, nur kurz. Kleiner Stromschlag. Danke sehr. Oh, war ja, habe ich mir das wirklich so überlegt? Ja, das habe ich mir so überlegt. Sehr gut. Dann fahren wir hier drumherum. Wir fahren um das Wasser herum. Aber nee, das sah vorhin nur so seltsam aus. Aber die Farbe ist gleich geblieben. Sehr gut. Obwohl ich natürlich gegen so einen orangefarbenen Anstrich auch nichts dagegen einzuwenden hätte. Sah schon nicht verkehrt aus, wenn ich ehrlich bin. Aber ich meine, das ist doch unverhältnismäßig. Warum wollen die, dass ich eine Bombe von AT transportiere? Sam, wir können alles erreichen. Mit der Macht der Freundschaft. Freundschaft, Schaft, Schaft. Genau, das ist der Punkt, den ich mir markiert habe. Jetzt biegen wir hier die Richtung ab. So. Scheiße. Ah! Ja, so meine lieben Kinder, die haben nicht gelogen. Die Bombe explodiert wirklich, wenn wir irgendeinen Fehler machen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns. Obwohl, warte mal. Oh, warte mal. Wo haben wir denn zuletzt abgespeichert? Da würde ich zu gerne mal nachgucken wollen. Warte mal. Vielleicht können wir das noch in der Zeit noch irgendwie. Vielleicht können wir in der Zeit noch ein bisschen Strecke schaffen. Oder ich fange natürlich wieder von dem Punkt an, wo ich zuletzt abgespeichert habe. Man weiß ja natürlich nicht, ne? Wo ich halt wirklich zuletzt neben dem Auto gestanden habe und gesagt habe: Ha, ich speichere ab, man weiß ja nie. Katastrophe. Sam, alles gut? Ja, nicht hier 5 gegen Willi spielen. Wir haben hier noch was zu erledigen, ne? Gut, wir müssen auf jeden Fall auf einer geraden Strecke bleiben. Wir dürfen nicht irgendwie in irgendein Flussbett reinfahren. Okay, ich gucke mir die Strecke nochmal genauer an. Also. Gut. Ah, die werden ja nicht ohne Grund hier die ganzen Brücken und so gebaut haben. Da werde ich mich, glaube ich, mal hier so in Richtung Zivilisation starten. Gut, meine Lieben, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich dann die Bombe ausliefere. Was auch immer diese Idioten damit anstellen wollen, aber es soll mir vollkommen egal sein. Bis dahin sage ich, passt auf euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao.